herausgebrochen und umgekippt, was sehr starke oder tragische Auswirkungen auf das Flugzeug hat. Machen wir die mal zu. Oh, Sir, schauen Sie da nicht hin. Meine Reaktion war zur Hölle mit Ihnen. Wenn ich aus dem Fenster schauen möchte, werde ich aus dem Fenster schauen, denn dies sind die letzten Augenblicke meines Lebens. Oh, das ist okay. Das sind Turbulenzen, wenn man nur noch ein Triebwerk hat. Werden wir es schaffen? Oh, Sir, natürlich werden wir es schaffen. Wie kann das Flugzeug denn so fliegen? Diese Flugzeuge sind so konzipiert, auch nur mit einem Triebwerk fliegen zu können. Wir werden es nicht schaffen. Das Wichtige war nicht das Gespräch zwischen uns beiden, sondern was in unseren Augen zu sehen war. Ich denke, sie wusste, dass ich wusste, dass das ein Riesenproblem war und dass es wahrscheinlich etwas war, das in einer Tragödie enden würde. Die Piloten haben es zwar geschafft, die katastrophale Sinkgeschwindigkeit des Flugzeugs zu verringern, das Flugzeug sinkt aber weiterhin. Die Luftgeschwindigkeit ist sogar auf 360 Kilometer pro Stunde gestiegen. Kapitän Genaway ist verwirrt. Er ist schon einmal eine Brasilia mit nur einem Triebwerk geflogen und war ohne Probleme gelandet. Aber hier stimmte etwas ganz und gar nicht. Center, ASE 529 erklärt Notfall. Uns ist ein Triebwerk ausgefallen. Wir sind auf 14.200 zurzeit. ASE 529, Roger, machen Sie eine Linkskurve, direkt Flug Atlanta. Flug 529 fliegt jetzt über Alabama und fliegt eine Linkskurve zurück nach Atlanta. Aber der Flughafen ist über 90 Kilometer entfernt. Werden Sie es schaffen? Das Flugzeug hat wieder an Höhe verloren und das bei halsbrecherischer Geschwindigkeit. Warmerdam stellt die Hauptwarntöne des Flugzeugs aus und die Alarmtöne des Flugzeugs verstummen. Kapitän Genaway experimentiert mit seinen Schaltern. Plötzlich hebt sich die Brasilia und die Geschwindigkeit des Flugzeugs verringert sich auf 300 km/h. ASE 529, geben Sie die Höhe an, auf die Sie sinken. Wir sind auf 11.600 Fuß zurzeit. ASE 529. Okay, es ist jetzt leichter zu beherrschen. Das Triebwerk. Achten wir auf unsere Geschwindigkeit. Erst jetzt können die Piloten zum ersten Mal ihre Aufmerksamkeit auf die Passagiere richten. Okay, wir sind erstmal vollständig getrimmt. Ich werde Robin erzählen, was los ist. Hi. Uns ist ein Triebwerk ausgefallen, Robin. Wir haben einen Notfall erklärt. Wir leiten um nach Atlanta. Informieren Sie doch bitte die Passagiere. Wir werden eine Notlandung machen müssen. Okay, danke. Feck hat den Piloten nicht gesagt, was sie vom zerstörten Triebwerk gesehen hat. Sie nimmt an, dass sie es schon wissen. ASE 529, können Sie die Höhe halten oder müssen Sie weiter sinken? Das Flugzeug sinkt wieder um 900 Meter in der Minute. Genaway begreift plötzlich, dass sie es nicht zurück nach Atlanta schaffen werden. Können wir nicht. Wir müssen weiter sinken. Wir brauchen ganz schnell einen Flughafen. Okay. Wir müssen weiter sinken. Wir brauchen ganz schnell einen Flughafen. Halten Sie die Einsatzwagen und alles für uns bereit. ASE 529 West Georgia. Der regionale Flughafen ist auf Ihrer 10-Uhr-Position, circa 16 Kilometer entfernt. Aber der Fluglotse ist zu beschäftigt, die Krise an Bord des Fluges 529 zu bewältigen, sodass er vergisst, die Einsatzdienste zu alarmieren. Flug 529 fliegt eine weitere große Linkskurve, was sie auf Kurs zur Landung auf dem Flughafen West Georgia Regional bringt. Können wir mal bitte die Checkliste für ein Triebwerksversagen rausholen? Okay, Triebwerksversagen während des Fluges. Aber Sie sollten keine Chance mehr bekommen, Ihr Problem festzustellen. ASE 529, geben Sie Ihren Kurs an. Wir drehen jetzt auf circa 310. ASE 529, Roger, für West Georgia Regional müssen Sie auf 030 sein, Sir. Roger, wir werden wahrscheinlich nach rechts drehen. Wir haben gerade Probleme mit der Kontrolle. Nehmen Sie bitte die Kauerhaltung ein. Kauerhaltung. Gut, gut. Ma'am, würden Sie die Verantwortung übernehmen, die Tür zu öffnen, wenn das Flugzeug hält? Nein? Okay. APU, wenn verfügbar, starten. Soll ich es starten? Wir müssen diese Kiste runterbringen. Lass es aus. Schalt das Anti-Eis ein. ASE 529, geben Sie Ihre momentane Höhe an, Sir. 7000 ASE 529. ASE 529, Entschuldigung, wiederholen Sie das. Wir sind auf 6,9. Okay, es ist bereit, Ed. Okay, kommen.
ASE 529 West Georgia Regional ist der nächste Flughafen. Was für eine Landebahn haben Sie? Ja, was für eine Landebahn hat West Georgia Regional? West Georgia Regional hat... Sie ist 1500 Meter lang und ist aus Asphalt, Sir. Okay, nehmen Sie bitte alle Stifte oder scharfen Objekte aus Ihren Taschen. Nehmen Sie bitte Ihre Brillen ab und gießen Sie Getränke in die Tasche am Sitz vor Ihnen. Wir mussten die Getränke in unsere Taschen vor uns tun. Ich denke, das hat einige von uns erschreckt. Und ich habe bemerkt, dass es nicht wirklich gut lief. Aber die meisten Leute auf diesem Flug waren Geschäftsleute, die sehr häufig flogen. Und deshalb gab es halt auch kein Geschrei oder Panik. Angesichts der Tatsache, dass ich sterben würde, versuchte ich so gut wie möglich mit der Situation umzugehen. Und zwar, indem ich mich mit ihr beschäftigte. Sie akzeptierte und versuchte, mit ihr fertig zu werden. Okay, Mom, üb mal. Schnall dich ab und an, okay? Genau. Okay, wenn es Rauch geben sollte und die Tür vor uns blockiert ist, wirst du auf allen Vieren nach hinten krabbeln müssen. Also zähl die Reihen. Bei der fünften Reihe müssen wir raus. Okay, Mom. Das Flugzeug verliert immer noch viel zu schnell an Höhe. Werden Sie es noch rechtzeitig zum Flughafen schaffen? Atlanta Center ist normalerweise nur für Flüge über einer Höhe von 3400 Metern zuständig. Flug 529 befindet sich unter dieser Höhe und jetzt hat der Fluglotse Probleme, sie zu lokalisieren. ASE 529, ich habe Ihren Transponder verloren. Geben Sie Ihre Höhe an. Wir sind momentan bei 4,5. ASE 529, ich habe Sie und der Flughafen ist auf Ihrer... Geben Sie Ihren Kurs an, Sir. Wir fliegen Kurs 080. Roger, Sie müssen ca. 10 Grad weiter nach links. Flughafen Georgia Regional ist nur 13 Kilometer entfernt unter den Wolken. Ein paar Minuten Flugzeit. Aber Sie sind nicht sicher, ob Sie so lange in der Luft bleiben können. Ich sag Ihnen was. Ich gebe Sie weiter an Approach. Er ist für diesen Flughafen zuständig und wird Ihnen mehr Informationen geben können. Kontaktieren Sie Atlanta Approach auf der 12,0. Atlanta Approach Tower. Sie kontrollieren Flugzeuge in einem viel kleineren Luftraum, einschließlich Flughafen West Georgia Regional. Die Brasilia, die jetzt nur noch auf einer Höhe von knapp über 1000 Meter fliegt, sinkt mit 9 Metern in der Sekunde jetzt langsamer. Aber das ist immer noch zu schnell. Sie werden es nicht bis zum Flughafen schaffen. Auf den Gesichtern einiger Passagiere verzweifelte Blicke. Andere sind wütend und verbittert. Aber die meisten denken an ihre Lieben. Eine Frau schreibt auf einem zerrissenen Bucheinband ein paar Abschiedsworte an ihre Kinder. Sie schreibt: Ich hab euch lieb. Ihr seid die Lichter meines Lebens. In Liebe, Mama. Ich denke, wir sollten beten. 7 Minuten sind vergangen. Zum ersten Mal kann Kapitän Genevieve einen Blick auf das linke Triebwerk erhaschen. Das Triebwerk ist explodiert. Es hängt bloß noch so da. Das hatten ihm seine Instrumente nicht angezeigt. Es handelt sich nicht bloß um ein Triebwerkversagen. Das Triebwerk hing nur noch vom Flügel runter. Er wusste, dass er eine Brasilia mit einem ausgefallenen Triebwerk landen konnte, aber nicht, wenn dieses zerstört war. Darauf hatte ihn seine Ausbildung nicht vorbereitet. Er wünschte, er könnte durch die Wolken sehen. Atlanta Approach, ASE 529. ASE 529, Atlanta Approach hier. Ja, Sir, wir hören Sie und erklären einen Notfall. ASE 529, Roger, nehmen Sie Localizer Landebahn 34 Approach und Sie können Kurs 160 fliegen. Localizer Frequenz. Die Flugroute des Fluglotsen würde die Brasilia vor der Landung einige Kilometer Richtung Süden lenken. Genevieve weiß, dass er die zusätzlichen Minuten, die das in Anspruch nehmen würde, nicht hat. Geben Sie uns einfach die Vektoren. Wir machen eine Sichtlandung. Er bittet um Anweisungen, das Flugzeug direkt auf dem kürzesten Wege zu landen. Plötzlich sind sie raus aus den Wolken. Aber der Anblick, der sich ihnen bietet, könnte kaum schlimmer sein. Vor ihnen kein Flughafen, nur Wald und Dörfer. Kapitän